irgendwas mit Steven zu tun, dass da irgendwas im Hintergrund, dass sich vielleicht ja. was angetan hat, sag ich jetzt mal. Ach so, ach du Scheiße, oh Gott, ey. Naja, das weißt du ja nicht, weil hier sieht er ja gut aus. Wenn er hier die Lobby, die Sequenz naja. Da sieht er gut aus im Gestern. Vielleicht ist das gefaked, aber. Das ist gefaked. Ja, das ist eine Aufnahme. Das ist ein das Fake, ist das ist eine Fake-Aufnahme, ja. Genau. Das ist wie bei Silo. Oh, die landen hier. Finde ich einen Raketenwerfer, kann aber nicht sein, ey. Ich hab nicht mal, ich hab die Jungs, ich hab nur in der Ecke gestanden, ich hab nichts gemacht. Der Typ war so verwirrt, Alter, dass hier in dieses Ding rein gerannt ist. Ja, ich hatte halt auch keine Platten mehr zu ihm. In dem Moment mehr. So, wo ist der letzte? Ja. Also los, mein Arbeitskollege. Ich meine, Arbeitskollege, der wollte heute mit seiner Freundin in eine Sauna gehen oder in Savama oder sowas heißt es, irgendwo in Bazzaro da unten. Und dann hat er da angerufen und so, sagte, ist denn irgendwie ein normaler Dings, kann er da abends ganz normal kommen, wie ist denn der Tarif? Und sagt dann, heute Abend ist aber Spezialveranstaltung oder heute ist Spezialveranstaltung mit. Sondern mit Märchenstunde oder sowas, Alter. Und der so, was ist denn das? Haben wir so nachgelesen und da rennen die Angestellten rennen da echt mit so Märchenkostümen rum und erzählen die Märchen in der Sauna. Also total weirder Shit. So, und er so, nee, okay, alles klar, danke. Und dann hat er mit seiner Freundin so gequatscht und so, sagt er, naja, da ist das und das und das ist scheiße, was gibt's denn für Alternativen? Und dann haben sie sich parallel haben sie sich noch für Havelsauna oder sowas interessiert und so. Und dann haben sie hin und her geschrieben. Und dann hat sie dann ihn gefragt, ja, wollen wir es jetzt machen? Und er hat gesagt, ja. Und dann hat sie alles gebucht und sie so, na gut, dann fahren wir heute Abend nach Bazzaro. Und er so, wie, wir fahren heute Abend nach Bazzaro? Ich denke, wir machen Havelsauna. Nee, die Nachricht hat sie doch auf Bazzaro bezogen. Er übelst abgefuckt und das Ding ist, das kostet 70 Euro, Alter. So, pro Person. Pro Nase. Ja, ja. Mach die Scheiße. Also, Alter, das ist doch jetzt nicht dein Ernst und so. Du kannst es doch nicht ernsthaft denken, dass ich da hin möchte mit dir für 70 Euro pro Nase. Und ich so, hä, naja doch, du hast es doch hier bestätigt. Und dann haben sie übelst in der Haare gehabt und dann mussten sie jetzt hinfahren, weil sie es gebucht hat, weil da steht noch, das kann nicht rückgängig gemacht werden und einmal gebucht ist gebucht. Und er so, Alter, übel shit. Alter. Wochenende gerettet. Was ist denn das für ein perfider Scheiß? Wer will sich denn in der Sauna Märchen anhören? Und vor allem, wie schnell wollen die es in 6, 7, 8 Minuten erzählen? Hä? Naja. Warte das mal, ist... ich hab hier. Also, wenn sie nackt wären, wenigstens dabei, ja. Ah, lustigerweise. Also, nicht alle, aber bestimmte Leute. Und ja, ich finde das furchtbar, muss ich sagen. Also ich finde es schlimm, ich mag aber so eine Spa-Dinge absolut nicht, ich habe das auch nur wegen Janet gemacht. Und dann saßen wir in der Sauna, wir wurden wieder aus der Sauna rausgebeten, weil wir uns erlaubt haben, auf unseren Handtüchern zu sitzen. No way. Und deswegen raus. Ja, das ist doch normal. Ich so, ja, meinte ich auch, Mann, aber ich setze mich doch jetzt nicht mit meinem nackten Arsch jetzt hier hin. Nee. So, keine Ahnung, wer da saß. Das doch auch. Und auch für die nach mir. Meinst du, nee, da, das ist halt wohl eine textilfrei. Ich so, ja, ich habe ja auch nicht an. Ich so, ich habe halt nur ein Handtuch. Ja, genau. Und ja, nee, ging nicht. Ja, habe ich ab, ich weiß nicht warum. Aber das ist doch die normale Praxis. Gesagt, gut, ja, nee, natürlich. Das alles andere ist total unhygienisch. Naja, genau. So finde ich absolut. Ich gehe ganz gerne mal ins Bali so, weil das im Winter und so ganz geil ist, mal den Cover ein bisschen runterzufahren. So, und da, genau, und da ist es ja genau so, dass du am besten auch noch dein Handtuch so weit runterlegst, dass deine Füße drauf liegen, weil es halt einfach hygienischer ist. Aber genau, ohne, was ist das für ein Quatsch? Also, Handtuch sitzt auf dem Handtuch und am besten noch die Füße. Wäre natürlich super, muss aber nicht sein. Du wirst dafür jetzt nicht irgendwie. Die Füße hätte ich jetzt in dem Fall auf dem Boden gehabt. Auf den ja, genau, aber manchmal sind halt, sie auf diesen Stufensaunern, wo andere dann halt irgendwie sitzen. Ja. So. Aber trotzdem, das ist ja gang und gäbe, ist halt ein Handtuch drunter zu packen, das ist doch das Normalste der Welt. Wir finden seit 300 Runden keine Drohne. Jetzt finde ich eine Drohne, mach sie an, in dem Moment zündet einer von euch. Ja, ich habe gerade eine gekauft. Das ist ein Timing teilweise. Und hab die gleichzeitig gezündet, ey. Kommen die näher? Die wollen zum Shop. War der Typ hier drüben? Der grün? Hier unten. Okay, das dürfen wir jetzt nicht verkacken, Alter. Naja, ich helfe dir mal. Papa, mach das mal, bevor du das dann verkackst. Das war ganz easy.
Das hast du nur den Kill bekommen? Natürlich habe ich den bekommen. Mach halt die Fresse, Alter. Ich hab doch wohl zuerst den Schuss. Kann ich da nur sagen. Ey, weg. Naja, ich hol noch mal eine Drohne, würde ich sagen, weil da waren noch mehr auf dem Radar. Ja, da drüben beim gelben Kreis, findest du? Ja, Kopfgeld, na, dann gehen wir da dahin, ja, richtig. Gehen wir jetzt erstmal Selfless. Ach, brauchst du nicht hier in dem Modus. Brauchst du in dem Modus nicht, hier ist der Direktruf, das ist viel besser. Was ist denn das? Ich dachte, ich kann hier einen Sprung. Achso, hier. Schön präzählen lassen, wer auch immer die Drohne geholt hat. Mann, Ecker. Mann, dazu noch. Oh, Mann. Hier unten ist er. Kannst du mal ungefähr einen Marker setzen, dann sind die Präzählen. Ist schon tot. Okay, passt ab. Brauchst du einen Schraub setzen? Wenn wir gerade angesnappt? Ah ja. Ja. Ah, ich hab hier noch. Richtig. Mitte kriegt hier. Für jeden von euch. Kommt mir näher, gönnt. Hier ist noch ein Gulag-Zugang. Es gibt meine Güte. Ich hab noch eins. Ich hab auch noch eins. Ja, Maski. Maske nehme ich mal. Ja, Maski. 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 Henry Maski oder was? Hier landet er wieder. Hier bleibt dein Maski. Jetzt sind ja wieder deine Kills. Warum hat das? Hier ist einer. Da ist auch noch einer. Wurde besniped. Angesniped. Ist ja auch nicht, warum die beim Loadout landen. Ich meine, da haben die ja nicht von. Oder kriegen die ihr Loadout? Ja, manche kriegen es ja. Aber hier ist irgendwo noch ein Sniper, Robert, Alter. Hier ist ganz schlimm. Ja, ich sehe ihn. Da oben ist er. Gewesen bei mal grün, mal, wenn geht. Ja, ungefähr. Okay, ich glaube, der ist aber gerade runtergesprungen. Bin ich sicher. Da oben steht er noch. Shitbreak. Das ist jetzt Wassersprung. Hurensohn. Gott, ist der schlecht gewesen, Alter. Das war ja mal hier sehr hoch. Ich krieg hier nichts. Der war wirklich ultra schlecht. Ach, mal eine Drohne holen hier. Geh wieder zum Shop rüber. Sniped hier einer oder was? Ja, da bin ich. Ja. So. Hier landet er. Der wird bei dir. Jetzt kannst du mir einen holen. Kommt ein Auto. Ach Gott, ey. Mann, dich sieht man im Dunkeln halt null. Was ist das denn? Ja, hier ist einer dran. Mann, ich verkacke. Ich hab null Schaden. 3 Kills, 4 Kills, geil. Drohne an, Pasi, oh, bei dir sind ganz viele da auf immer. Ich hol mal einen Prezi. Klar. Alter, das ist aber weiß nicht. Ich hab keinen Trick da unten. Jupp. Nicht gesehen. Jetzt hol ich den Prezi da drauf. Die müssten eigentlich genau da drin stehen. Koffee, komm runter. Wenn man Assist bekommt für irgendwas. Hä? Aber bevor du rüber bist, Robert, kannst du mich erst mal down? Ja, auf jeden Fall. Stark. Geh gleich nochmal zurück. Kurz quasi supporten. Shield Break, den Typen, der dich da abgeschossen hat. Stark. Ach du warst. Okay. Ich hol mal David wieder, ja. Wir kommen gleich wieder zurück. So in einer Stunde ungefähr. Oh. Wird dann auch gleich rüber zu Pasi wahrscheinlich fliegen. Hier ist richtig was los. Nein, hier ist ein Fenster noch, ich hab's nie gewusst. Gott. Nochmal diese Waffe mit dem scheiß Laser da vorne dran. Wurde da beschossen, David? Vorsicht, da oben auf dem Dach, sag. Gut gehittet. Shipbreak? Ja. Geil. Ich glaube, das war der mich da. Hier neben mir ist einer. Ja, der ist tot. Ein paar Gegner sind schon recht dankbar, muss man natürlich sagen. Aber. Muss ja auch mal sein, ey. Meins angenehm, ey. Einfach nochmal den anderen Shop. Mann, nee, ja, doch. Das ist wunderbar. Wunderbar, Rio. Ah, da oben. Bei grün fighten sie jetzt. Nix auf Distance. Distance.
Na, warte mal, der Typ hatte noch Waffen hier. Auch nicht besonderes, aber bis MTZ 556, naja. Und die Drohne ist am Start. Ah ja, siehst du, bei grün sind sie. Lohnt sich halt nicht darüber zu laufen, mehr zwar. Nee, ich bei der Zone. Das war ja quasi immer raus. Mann. Ist noch eine MCW mit drei Aufsätzen. Ich spiel jetzt Doppelrahmen. Doppelrahmenstufe. Okay. Doppelrahmenstufe. Ja. Oh, die. Aber sehr. Beim Zug, auf den Zug. Okay. Auf den Zug, okay, wo fährt denn der lang? Ach, da oben. Da ist er. Schau, du bist schon recht vorne. Ja, der kommt doch hier. Ist er runtergesprungen? Nee, der da war. Nee, der war hier irgendwo. Mann, der markiert immer den Zug. Die genommen? Ja. Ah ne, ich hab die. Naja, ja. Dann hab ich für später nochmal inne. Wir müssen dann noch nach direkt weiter. Gehen mein weiter. Ziel ist es ja, jetzt kann ich ja sagen, Sieg zu erringen, ohne dass ich selber einen Kill mache. Die werden pushen. Ne. Auf dem Berg oben irgendwo. Ja, ja, die sind hier schon close hinter mir jetzt. Also aus der Loadout-Box kommt kein Loadout raus, kann ich euch schon mal sagen. Oh, Missa. Ja, die sind ein bisschen besser, glaube ich, die Jungs. Nein. Muss doch noch einer sein. Na, hier ist irgendwo noch jemand auf dem blauen Marker. Ja, oben auf dem Dach. Ganz, ganz, ganz hässlich gerade alles. Oh, was war das denn? Bohrladung. Da hinten ist er. Mann, doch, spring doch mal. Airstrike. BC bei dir, Pasi. Lass mal rechts rum move vielleicht. Oh, da oben steht noch einer. Down. Oh, der hat einen Snipe aus der Hölle gefressen. Da. Ein Prezi rauf. Da sind mehrere. Also, einer wird da mit Sicherheit nur sein. Ich glaube, das war gerade ein Team. Der kann. Ja. Das wird wieder nichts treffen. Das ist so dumm, Mann. Es trifft nichts. Es geht doch nichts. Rechts auf der Straße muss was sein. Irgendwie. Thomas. Ja. Ey, der steht doch voll drin. Das ist doch Blödsinn, Bro. Shipwreck. Zwei Hits und nicht tot. Das ist fassbar, unfassbar. Das ist fassbar. Das ist ja fassbar. Das ist komplett fassbar, dass das nicht geklappt hat. Ja, da oben ist er, bei grün, grüner Marker, genau drauf. Bei dem Master. Ja. Ach nein, der macht dumm. Ja, schieß mal bitte weiter, oder? Nein. Robert! Da oben hockt er. Da ist ja auch schon einer. Du Scheiße, Alter, ihr Soziale. Boah, du musst fürchten, du bist ja jetzt so mit Kohle, ne? Ja. Mal jetzt auch. Peil mal einen Shop an. Schlecht aus. Hier links. Aber da waren sie gerade. Ja, dann nehme ich den hier hinten. Ansonsten. Da haben wir halt noch. Für eine Strömung hier, ey. Ah, er muss eh da hin.
wahrscheinlich. Wo bist du da vorne, Robert? Ich wollte zum Shop jetzt gehen, ne? Da läuft einer. Hast du Platten noch zufällig? Jede Menge, ja. Ja. Hier liegen nur noch Perks. Hier Platten. Also hier kannst du landen, hier ist keiner. Zelle. Musste den Audio-Chat jetzt so leise machen, weil ich höre dich kaum, weil Pascal so laut snackt. Ja, ja, das ist echt krass laut. Ist da bei dir einer? Ja. Der David gar nicht mehr. Der David mir gestummt. Ja, Alter. Geblendet. Was ist denn dieser Fotshop, ey? Muss ich erst markieren? Stark. Wiederbelebung, Robert. Der Typ da noch ein bisschen Loot, ja? Achso, ich hab jetzt einen PC geholt. Der, weiß ich gar nicht, ich weiß ja nicht, ob der überhaupt was gehabt hat. Wo ist denn noch Platten? Achso, Passiver. Auch noch Platten. Ja. Warte mal, ich hab ja selber. So, jetzt muss ich wieder lauter machen. Gasmaske vielleicht? Mein Geld für eine Gasmaske. Hier. Ich hab noch eine. Achso, hast du noch? Okay, perfekt. Dann hier. Hab ich noch was. Abgelegt. Ich noch oder sowas. Nee, ich hab. Hier ist der Platten noch. Ich nehme noch Munition. Munition wäre gut. Hab ich. Hier. Ah, sehr gut. Zone kommt jetzt. Hier liegt die Maske, denk dran. Klar. Ich vergessen. Ah ja, wer David nimm du? Lass mal hier vorne in die Hütte rein. Ich hab jetzt also Sniper, ich werd jetzt hier was wegsnipseln. Hier drinnen ballern sie sich ordentlich die Bühne weg. Wir können ja hier drin bleiben. Erstmal. Ich hab auch noch ein Prezi mit. Doch mein Leben, ey. Wenn nicht das tauschen, kriegst du Sturm hier wieder, nimm ich die Sniper. Nein, nein, ich will jetzt snipen. Den richtigen Arsch. Jo. Hä? Von links, von uns. Oh, Alter! Wow. Die kommen, die kommen. Nein, Granate, Mann, was für ein Weg. Den schon oben, auf dem Dach, jetzt rennt hinten rum. Zwei Leute, einer rennt weg. Ach, das ist der Prezi. Prezi hat nichts getroffen, ey, kann ja auch nicht sein. Ich hätte schon einen Arsch, wenn jetzt. Geh hier hinten lang, hinter dem Ding hier. Renn in die Scheune hier, Robert. Bin draußen. Mann, ficken hier nicht mal rüber, Alter. Guck mal, jetzt habe ich hier so ein Ding in der Stadt. Keiner von hier kommt jetzt. Genau auf der anderen Seite gegenüber. Hm? Ah, ein Team raus. Ey, der kippt nicht um. Wenn die jetzt zu uns kommen müssen. Hm. Es war. Ah, letzte Team, drei Leute. Müssen uns auf jeden Fall aufteilen. Mehrere multiple Shield Breaks da. Bin gleich dabei, muss nachladen, komme gleich. Der letzte, Robert. Bin da. Bleib du von der Seite oben.
Einer kommt nochmal wieder. Einer noch. David, komm zurück, ich hol dich. Hm, ich bin da. So, Dach gelandet. Ja, oh, da ist er. Schön, Mann. Schönes Ding gewesen. Die waren schön auf dich fokussiert. Ich dachte mir, jetzt muss ich ihn holen. Und ja, deswegen. Das war gut. Das war richtig geil. Deswegen war wichtig, dass wir uns aufgetrennt haben, damit sie sich um ihn konzentrieren können. Ja. Die Aufdröser-Taktik hat ihr heute auf jeden Fall gezündet. Schön. Endlich. Ja. Da wird Steven stolz sein. Ja, ihr habt uns alle stolz gemacht. Ja. Also war auch noch in Ordnung die Welt. Sterblich, ja. Robert ist bei mir. Bei mir ist zwar eigentlich nur lästig, müsste da bei mir stehen. Kommando. Team C. Exakte wir auch. Keine Nullerrunde, immerhin. Und jetzt sieht man nur zwei Personen hier im Abspann. Ja, also zu Recht, nur die, die überlebt haben.